Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Letzte Woche gab es leider kein Video, wie ihr alle mitbekommen habt, weil wir uns mal ausgeruht haben. Die letzten Wochen waren ziemlich stressig und anstrengend und wir haben auch gar nicht so viel gemacht. Hat auch jeden Tag pünktlich um 13, 14 Uhr geregnet. Das heißt, ihr habt auch gar nichts verpasst. Und jetzt geht es gleich weiter. Heute ist Montag und wir starten in die neue Woche. Wenn ihr euch fragt, was wir hier trinken, wir haben uns mal vorgenommen, ein kleines Detox zu machen. Und was das hier genau ist, das erzählt euch mal Jana. Ja, das ist, wie Flo gesagt hat, ein Detox-Pulver, was wir uns hier aufgebrüht haben. Das habe ich damals mal auf Sri Lanka entdeckt über einen Ayurveda-Doktor. Und ich muss sagen, das ist Gold wert. Das ist unsere, ja. unsere kostbarste Errungenschaft von unseren früheren Reisen. Und zwar ist es halt ja so ein Kräuterpulver, was halt eben einfach Toxine aus dem Körper rausnimmt. Und das kann man halt eben nehmen, einfach nur so einen Teelöffel davon, das aufbrühen mit heißem Wasser. Und dann hat man eben so einen kleinen Detox, also jetzt nicht irgendwie, aber auf jeden Fall nimmt das ganz schön viele Toxine raus, es kommt alles einmal raus und dann fühlt man sich wirklich wie neugeboren. Und ja, heute haben wir uns das mal vorgenommen, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, weil man dafür auch so ein bisschen Ruhe braucht und halt auch eben nicht aus dem Haus gehen sollte unbedingt. Aber danach fühlt man sich richtig gut. Ja, deswegen trinken wir das jetzt. Und wir hoffen, dass die eine Toilette bei uns hier reicht. Denn so in 3-4 Stunden geht es auf jeden Fall los. Dann rummelt der Bauch ganz schön. Und dann mal gucken, was passiert. Ja, genau. Und wir können euch auf jeden Fall oder werden euch berichten, was dabei rausgekommen ist und wie wir uns danach fühlen. Falls noch jemand irgendwie Interesse hat oder irgendwie Fragen hat oder irgendwie... Schreibt gerne mal in die Kommentare. Gerne in die Kommentare fragen, genau. Aber auf jeden Fall sind wir begeistert davon. So, ja. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Die Woche starten wir heute, wie gesagt, ganz ruhig mit unserem Detox. Dennoch werden wir jetzt gleich mal unsere Wäsche abgeben, weil wir wieder Wäsche waschen müssen und das andere war... Genau, dann werden wir uns noch frisches Kokosnusswasser holen. Das ist nämlich super hier. Man kann hier... überall in jeder Ecke, im kleinen Shop oder im Fruchtshop Kokosnusswasser kaufen. Das füllen die halt immer so ab in Flaschen und dann kann man sich das immer irgendwie so für 20.000 kaufen. Das sind ungefähr... 1,20 Euro, 1,30 Euro. Genau, aber dann hat man halt eben so einen Liter frisches Kokosnusswasser und das wird uns heute helfen, weil wenn man das halt macht, sollte man so erst einmal die nächsten Stunden vielleicht viel trinken. Und da eignet sich natürlich so ein frisches Kokosnusswasser perfekt. Genau, also würden wir sagen, legen wir einfach mal los mit der neuen Woche. Genau, trinken das hier aber erstmal aus und dann nehmen wir euch einfach mal wieder mit. Bevor es aber losgeht, erzählen wir euch erstmal, was alles in diesem Vlog passiert. Und danach wünschen wir euch viel Spaß. Ja. Diese Folge starten wir mit einem kleinen Detox, zeigen euch unseren Scoopy und unsere Wäscherei, bei der wir immer unsere Wäsche abgeben. Im Yellow Flower Café frühstücken wir unser Lieblingsfrühstück, super lecker, treffen unsere Freundin Ketut und unterhalten uns mit einem balinesischen Künstler. Diese Woche bekommen wir außerdem einen der traditionellen Hahnenkämpfe mit, fahren mit unserem Scoopy durch die Gegend, trinken leckeren Kaffee und bestaunen bei bestem Wetter die Zeremonie der Balinesen mit traditionellen Trachten und Live-Musik. Zu guter Letzt nehmen wir euch mit auf den lokalen Markt, auf dem wir uns mit Obst und Gemüse für die nächsten Tage eindecken. Und schon geht's los. Wir haben die Wäsche zusammengesucht und jetzt geht's auf zur Wäscherei. Und nebenbei zeigen wir euch mal unser neues Motorrad, unseren Scoopy. Den haben wir jetzt nämlich geliehen, monatsweise. Für, was waren das, 900.000? 900.000 für den Monat. Ja, sind circa 55 Euro, oder? Ja. Und da ist er auch schon, unser Scoopy in Weiß und Orange. Ja,
6 Kilo Wäsche. 66.000, oder? Genau. Für 6 Kilo. Das sind jetzt 4 Euro. 4 Euro, ne, ungefähr? Ja. Genau. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie das da ausschaut. Auf jeden Fall ganz spannend, wie die das hier machen. Und ja, für den Preis lohnt sich das tatsächlich, das abzugeben. Ja. Weil es kommt nämlich gewaschen, getrocknet und gebügelt wieder. Das Einzige ist halt nur, dass natürlich alles im Trockner getrocknet wird hier. Weil bei der Luftfeuchtigkeit wird hier nämlich, wenn man das draußen aufhängt, niemals trocken. Ja. Ja, genau. Deswegen muss leider alles im Trockner. Ist halt so ein bisschen doof, aber ja. Ist halt wie es ist. Genau, ist wie es ist. Aber ja, dafür haben wir keine Arbeit und kriegen morgen unsere frisch gewaschene und gebügelte Wäsche wieder. Jetzt holen wir uns Kokosnusswasser. Hallo. Hier zwei Drachenfrüchte, Bananen, zwei Mangos und zweimal Kokoswasser gekauft und haben dafür ca. 100.000 bezahlt. Das sind 6 Euro und ist auf jeden Fall günstiger als bei uns. Bei uns haben wir ja schon für eine Flugmango auf dem Markt 5 bis 6 Euro. Und das sind auf jeden Fall hier Touristenpreise. Und wir werden aber diese Woche mal auf den Localmarkt gehen. Da sind die Preise für Einheimische und für Touristen auf jeden Fall gleich. Haben wir jedenfalls gehört von unserer Gastfamilie hier. Mal schauen, ob das dann stimmt, weil aktuell zahlen wir, glaube ich, das Doppelte für das Ganze hier. Ja, und jetzt machen wir mal weiter mit dem Tag. Es ist jetzt genau 13.05 Uhr und der Regen ist da. Tada! Wie jeden Tag, pünktlich auf die Minute, immer so gegen 13, 14 Uhr. Ja, das ist ja das Lustige, ne? Ja. Dass du echt die Uhr danach stellen kannst. Heute Morgen war das so schön mit Sonnenschein und jetzt alles zugezogen und es regnet. Es regnet richtig doll und der Donner ist teilweise so laut, dass das ganze Haus vibriert. Voll heftig und der ganze Garten steht unter Wasser. Oh! Alter, voll krass, ey. Und das Doofe an diesem ganzen offenen Bereich ist hier aber auch, dass alles nass wird. Die ganzen Fliesen hier sind alle nass. Ja. Was sollen wir jetzt machen, als hier drinnen zu bleiben? Und den ganzen Nachmittag wird es jetzt so regnen. Ja. Und das jeden Tag, ne? Und ich habe Schluck auf.
Es hat sich endlich beruhigt, der Regen ist vorbei, ist aber auch schon dunkel geworden. Und ja, ich habe immer noch Schluck auf. Keine Ahnung. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall irgendwie, ist gemütlich, machen uns Bett fertig und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Also, gute Nacht. Guten Morgen, auch von da hinten. Ich sag mal einfach, wie es ist. Seitdem wir hier eingezogen sind, scheißt uns jeden Morgen etwas auf den Fußboden. Aber riesige Haufen. Dann haben sie mal gefragt, was das ist. Ob das die riesige Echse ist, die hier wohnt. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Fledermäuse sind, die hier immerhin scheißen. Und dann haben wir den Tipp bekommen, dass wir Licht anlassen sollen. Das haben wir gemacht. Gestern war alles okay. Gestern war hier nichts. Und heute Morgen ist hier ein kleines bisschen wieder. Das ist natürlich gar nicht zu dem, was hier sonst immer war. Aber ich hoffe, es wird besser, wenn wir Licht anlassen. Ist aber super nervig, das dann wegzumachen. Ja. Okay, wir haben uns jetzt fertig gemacht und sind startklar, denn wir wollen heute mal ins Yellow Flower Café gehen und frühstücken. Letzten Tage waren wir nicht so viel draußen, deswegen haben wir gesagt, heute gehen wir mal raus. Und es regnet schon jetzt am frühen Morgen. Aber wir haben unsere Regencapes, die ziehen wir jetzt an und dann gehen wir da mal rüber. Ist ja ein Glück nicht weit. Da sind wir auch schon im Yellow Flower. Mhm. Wir haben uns jetzt einen Cappuccino bestellt mit Kokosnussmilch und zweimal Frühstück. Ja, unser Lieblingsfrühstück. Unser Lieblingsfrühstück hier auf jeden Fall. Das ist nämlich die Smoothie Bowl. Die Smoothie Bowl. Zu Ende gefrühstückt und wollten noch mal ein kleines Fazit geben zu gestern, zu unserem Detox-Tag. wir machen es ganz kurz und knackig.
Wir fühlen uns auf jeden Fall wieder richtig gut. Wir haben keinen Blähbauch mehr, das Völlegefühl ist weg und es hat uns richtig gut getan. Ja, also wirklich eine Wunderwaffe ist uns eigentlich nochmal klar geworden. Und wir haben jetzt auch gesagt, dass wir das jetzt regelmäßig machen wollen. Dass wir so mindestens einmal die Woche das mal machen. Ja. Weil damit es sich gar nicht erst diese ganzen Toxine sich ansammeln. Und also ich habe das Gefühl, ich fühle mich irgendwie 5 Kilo leichter, wirklich. Also das ist so ein befreiendes Gefühl irgendwie. Und genau, also sehr zu empfehlen. jetzt haben wir gerade eben hier im Yellow Flower gefrühstückt und werden jetzt rübergehen ins Alchemy, zu einem anderen Café. Wir haben unsere Arbeitssachen dabei, denn die letzten Tage haben wir nur zu Hause rumgehangen und nicht wirklich uns draußen bewegt. Ja, weil es halt geregnet hat. Ja, jeden Tag. Und man sitzt dann irgendwie mehr oder weniger so im Bett fest, also weil draußen auf der Terrasse kann man halt auch nicht sitzen, weil es alles nass wird. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal einen Tag, auch wenn es regnet, trotzdem draußen und arbeiten mal in einem Café, weil das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. So kommt man mal ein bisschen raus, ist ein paar Menschen und versagt dann halt eben nicht so. Richtig. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Alchemie. Ja. Wow, how old are you here? This one? Yes, how old are you? This for 1983. Oh. 83? That's my birth year. Yes. Yes, 1983. 83, yeah. Yeah. Now already 83, around 25 years. Oh, yeah. 25, yeah. Okay. Yeah. Now already 77. Yeah. 77, wow. Yeah. I born 1945. 45, yeah. Okay. Huh. Oh, you have many paintings. Yeah, I start painting 1963. How much? 1963. This is a young artist. This is very young, this name young artist. Yes. Now already old. But it's important how old you're here in your heart. Yeah. Yes. Very nice. The more so guests from Germany bought my painting. Yes. From Italy, This one, you create this same size. Ah, yes.
Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause und werden aber vorher noch mal Stopp machen. Wir brauchen nämlich ein paar Zebertücher und neues Wasser. Das holen wir uns gleich. Genau, und wir holen die Wäsche ab. Ganz wichtig. Da wird gegrillt. Und da haben wir auch gerade die einheimischen Preise zum Beispiel gesehen. Da stand nämlich 10.000 für ein, so ein Grillmenü. Und ja, die Touristen zahlen eher 100.000. Ja, das Zehnfache, das ist ein Unterschied. Ja. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, alleine mit der ganzen Wäsche. Und Jana versucht noch Zebertücher zu organisieren für die Küche, weil unsere nämlich leer sind. Und Wasser haben wir jetzt nicht bekommen, weil der Laden nämlich schon zu hat. Komisch, weil normalerweise hat er jeden Tag geöffnet. Aber ich denke mir mal, weil da hinten ein Grillfest ist und die alle grillen und hier so einige Läden geschlossen sind, sind die alle am Grillen. Naja, egal. Wäsche auf jeden Fall ist fertig. Alles sauber und frisch gebügelt, zusammengelegt. Ja, und jetzt würde ich sagen, einfach den Abend mal ein bisschen genießen, ein bisschen chillen. Mal gucken, was wir noch machen. Und dann ja, sehen wir uns nachher wieder. Oder aber erst morgen, je nachdem. Also, bis dann. Wer kommt jetzt hier aufs Bett hoch? Guck dir das mal an. Wo ist der? Der hängt an dem Netz. Ja, der ist hier. Da unten dran ist er. Ja, der ist hier echt am Netz. Ah, ja. Der ist hier auf unserem Ding drauf, der Große. Ja. Guck mal, der frisst die Fliegen auf.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sonne scheint und wir gehen jetzt erstmal Wasser holen, weil ja gestern Abend der Laden zu hatte. Ist nämlich gleich hier nebenan. Kannst du noch? Ja. Wie viele Liter sind das? 19. 19? Das sind 19 Kilo. Okay. Und die müssen wir jetzt austauschen. Jetzt kommt das Wasser in die Wassermelone. Der müsste ja leer sein, genau. Zack. Echt? Der ist leer? Ja, noch nicht ganz, aber... Ja, die Flasche ist leer. Guck mal. So ein Ding brauchen wir noch. Das hole ich gleich. Ja. Und weiter geht's. Jana geht jetzt zum Yoga und ich gehe in ein Café. Aha. Aha. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, dir auch. Bis später. Bis später. Und die Flasche muss ich noch einmal umtauschen. Weil nämlich es gibt nur eine neue, wenn die alte leere abgegeben wird. Und das mache ich jetzt. Oh. Da oben ist ein Hahnenkampf. Da kann ich ja gleich mal ein bisschen filmen. Es ist ein Hobby, eine Sucht, der Lebensinhalt vieler balinesischer Männer und ein uraltes Ritual, welches bis heute in hohem Maße auf Bali praktiziert wird. Hahnkämpfe. Den Hähnen wird ein scharfes Messer am Fuß befestigt, sie werden aufgestachelt und kämpfen dann bis zum bitteren Ende des einen oder manchmal auch beider Hähne. Es reicht jedoch auch aus, wenn eines der Tiere aufgrund seiner Verletzungen freiwillig aufgibt. Dennoch sind beide Hähne Verlierer und landen im Suppentopf. Viele Balinesen glauben nämlich, dass beim Verzehren der Suppe die Kraft des Gewinners auf den Menschen übergeht. Der Ursprung des Rituals bestand aber eigentlich darin, böse Geister mit Hahnblut zu besänftigen. Ist es legal? Ist es noch religiös? Ist es moralisch fragwürdig? In ganz Indonesien, außer auf Bali, sind Hahnkämpfe heutzutage illegal. Doch auch hier auf Bali werden sie nur mit zugedrücktem Auge geduldet. Heutzutage finden die meisten Kämpfe jedoch ohne religiösem Hintergrund statt. Und ja, für uns ist es moralisch fragwürdig und eine Tierquälerei. Ich bin jetzt fertig mit Kaffee trinken, habe nebenbei ein bisschen gearbeitet und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause und werde aber dann gleich wieder los zum Mittagessen. Jana trifft sich nach dem Yoga noch mit einer Freundin, also die auch Yoga unterrichtet, trifft sich mit der und isst mit ihr halt Mittag und deswegen muss ich alleine Mittag essen. Ist aber auch mal ganz okay. Und das Wetter hält sich auf jeden Fall noch. Es ist jetzt 12 Uhr. Hoffen wir mal, dass es heute nicht regnet. Wer weiß. Oh! Hier sind Hunde bei uns zu Hause. Hey!
Das ist unser Zuhause. Hello. Hi. Sorry. Okay. Ah, Made. Hello. Ah, hier ist Offering Time, deswegen sind die Hunde mit. Hello, Made. Hello. What are you doing? Offering. Yeah, to change the new one. Ah, new one. Yeah, that's good. Old one already now. Put new one. So, und wieder unterwegs. Ich habe jetzt hier Made getroffen. Das ist unsere Gastgeberin vom Santraputram. Die hat hier Offering gemacht mit ihrem Sohn zusammen. Hat mich mit ihm sehr gut unterhalten. Der war ein Jahr in Amerika von der Uni aus. Hat dort ein Jahr studiert. Und ja, jetzt habe ich Hunger und gehe ins Lala und Lilly was essen. Und mir wurde erzählt von dem Sohn, dass jetzt hier so in 1 bis 2 Stunden eine Parade stattfindet, die das ganze Dorf einmal abgeht, jede Ecke. Und sie sind alle in ihren Trachten und ich denke mal, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben sowas schon mal gesehen hier auf Bali. Das wird auch von Musik begleitet. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf, ob es jetzt noch regnet, weil wenn es regnet und dann die Parade stattfindet, werden alle nass. Naja, wir werden mal schauen. Jetzt aber erstmal gehe ich ins Lilly, Lala Lilly. Und esse was. Wow. Deswegen war Made gerade so lange weg. Guck mal hier. Die hat hier richtig Offering gemacht. Krass, ey. Richtiges Lunch-Paket. Wow. Okay, dann sehen wir uns gleich im Lala und Lilly. Sind wir wieder vereint und die Sonne scheint. Es ist jetzt nach 14 Uhr und die Sonne scheint. Und gestern hat es den ganzen Tag nicht geregnet, außer morgens, ganz bisschen. Ja, aber es war bewölkt gestern, keine Sonne. Und heute ist wirklich mal Sonne. Ja. Was ist da los? Könnten wir heute eventuell Glück haben? Wer weiß. Ja. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal nach Hause kurz und schauen mal, was der Tag noch so bringt. Das Wetter hält sich, das nutzen wir manchmal aus und fahren jetzt mal ein bisschen durch die Gegend und organisieren noch ein paar Dinge. Also schwingen wir uns mal aufs Moped. Zu Hause angekommen. Von unserer Spritztour. Oh. Und die Sonne scheint immer noch. Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Wie spät haben wir das jetzt? Weiß nicht. 3:30 schon? 3:30. Und die Sonne scheint. Nicht wow, schlecht. Das gab's noch nie. Mal. So, wir sind jetzt wieder im Schauberger. Da habe ich heute Morgen ein bisschen gearbeitet und ein Käffchen getrunken. Weil Jana möchte noch was Süßes haben. Was Süßes. Mal gucken, was die hier so haben. Hallo. Take the love.
unsere Stempelkarte. Jedes Mal, wenn wir hier Kaffee trinken oder Kuchen essen, kriegen wir hier oben ein Loch rein. Wenn wir 9 Löcher haben, kriegen wir einen umsonst. Also eine Treuekarte. Floriana hat eine Treuekarte. Mega cool auf jeden Fall. Und da oben hängt überall schon Bilder. Es ist immer noch Sonnenschein. Mittlerweile, glaube ich, 5 Uhr. Den ganzen Tag hat Sonne geschienen. Wir waren so lange draußen wie lange nicht mehr. War richtig schön. Wir haben tatsächlich die Parade noch gesehen und ein bisschen gefilmt. Wie die das Ferkelchen geköpft haben. Ja, voll crazy. Wow. Ja, ist halt Tradition. Hast du das erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Erzähl doch mal, hast du es eigentlich gefilmt? Ich habe das gefilmt, ja, wie die das kleine Ferkelchen geköpft haben. Also als wir auf dem Hinweg waren, haben wir halt in einer Plastiktüte, also wir wussten nicht, was das ist. Die hat sich halt bewegt, die Plastiktüte. Genau, und das hat so Geräusche gemacht und wir dachten so, ja, was ist denn da drinne? Und dann, als Flo da war und die Parade filmen wollte, hat er halt gesehen, wie dieses kleine Ferkelchen einfach so vor allem in der, den Kopf einfach der Kopf abgeschlagen wurde oder abgesäbelt. Boah. Voll krass. Ja, müssen wir mal nachfragen, warum das hier so ist, warum die das halt machen. Finde ich schon ein bisschen heftig. Tja. Ja. So, bei uns ist jetzt Feierabend. Wir haben beiden noch ein bisschen was getan. Und jetzt ist Schlafzeit. Es ist stockdunkel draußen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Gute Nacht. Guten Morgen. Morgen. Wir sind jetzt auf dem lokalen Markt angekommen, wie versprochen, und schauen das Ganze mal an. Ja, mal sehen, wie die Preise hier so sind, denn uns wurde ja hier gesagt, dass die Preise hier immer noch so sind, also für die Touristen und für die Einheimischen sollen sie gleich sein. Sind wir mal gespannt und gucken, ja, was uns so erwartet. Okay. Das sind wohl hier die asiatischen Reiswaffeln. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus.
Der Keksladen, ja. Guck dir mal an. Weich. Hallo. Hallo. Unsere Taschen sind voll. Es ist definitiv günstiger hier, so wie unsere Made das gesagt hat. Ja, wir fahren jetzt auch wieder nach Hause mit unseren vollen Taschen und dann zeigen wir euch noch mal kurz, was wir so eingekauft haben und was es circa gekostet hat. Aber jetzt erstmal ab auf den Roller. Ja, und auf jeden Fall kommen wir wieder hierher. Ja, also es ist zwar ein bisschen stressiger und voller hier. Aber es ist auf jeden Fall vom Preis her viel, viel günstiger. Ja. So, dann sehen wir uns gleich zu Hause. Und da sind wir auch schon zu Hause und zeigen euch jetzt mal, was wir gekauft haben. Ja, auf jeden Fall ist der ganze Tisch voll. Toller Sachen, wir haben ganz viel Obst und ein bisschen Gemüse gekauft. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier Mangos, Drachenfrüchte, eine kleine Melone. Dann haben wir hier 2 Kilo Orangen, wir haben hier 1,5 Kilo frischen Kurkuma, da machen wir uns diesen Yamu draus. Papaya, wir haben 10 Eier, wir haben hier so einen indonesischen Pak Choi, Ananas und dann haben wir hier, das ist ganz Besonderes, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsfrüchte und die gibt es natürlich nur hier in Asien und das ist die Sour Soup. Es ist, auf Deutsch wird sie die Stachelanone genannt. Und die ist super, super lecker. Ich liebe diese Frucht. Nicht nur du. Genau, und die, ja, die werden wir heute essen. Genau, und für das Ganze haben wir jetzt 120, also circa 120.000 bezahlt. Und umgerechnet sind es circa 7 bis 8 Euro für das alles hier. Das ist auf jeden Fall günstig. Das ist ein sehr guter Preis. Ja. Ja, und da es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Und wir werden einfach jetzt frühstücken und hiermit das Video beenden. Es hat wie immer riesigen Spaß gemacht, euch diese Woche mitzunehmen. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, teilen, weitersagen. Das hilft uns, freut uns und unterstützt uns auf jeden Fall. Folgt uns auch gerne bei Instagram, schreibt in die Kommentare. Wir haben diese Woche auf jeden Fall viel erlebt und wir haben letzten 3 Tage keinen Regen gehabt. Also es wird auf jeden Fall besser. Ja. Da freuen wir uns schon auf nächste Woche. Genau. Und ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und euch allen auf jeden Fall noch einen schönen 2. Advent. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao.